Kohle, 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 Kohle. Aga! Ja. Der Zug ist abgefahren, der das hören will. Was? Was? Der Zug ist abgefahren, der das hören will. Mir doch Ein egal. Zug kann hören. Hat er denn auch Ohren? Ja, hat er. Aha. Wo Ein hat denn Licht, der ein Zug die Links. Ohren? Gab es nicht Der mal hat sogar Spiegel in den Ohren. so eine Kinderserie, wo Züge die ganze Zeit rumgefahren sind, miteinander geredet haben? Thomas die Ja, Dampflok, Thomas oder? die Ist das doch. Lokomotive. Lokomotive, wenn schon, denn schon. Ach, ist doch egal. Das gleiche. Nein, ist das Doch. nicht. Doch ist das. Für Nein, Felix ist nicht. Für das Felix nicht. hängt davon seine ganze Kindheit ab. Ich denke, von Pokémon hängt seine Ach ganze so. Kindheit ab. Davon Ja. hängt nicht nur Eben. seine Kindheit ab, mein Freund. Entschuldigung. Eben. Passt. Passt. Wenn du Pokémon disst, dann disst du eine ganze Ich hab doch gar Generation. nichts Falsches gesagt. Fuck. Ja. Alter. Junge. Alter, willst du aufs Alter. Maul? Muxtuf. Nein. Halt dein Fressbrett, Mann. Der hat keine Ahnung. Ja, Standard. Ja gut, das gebe ich zu, da habe ich echt keine Ahnung. Mehr. Alter, Von der alter, ersten Generation weiß ich alter. ja noch ein bisschen was, aber. Ja. In der zweiten vielleicht Seitdem ist habe auch ich nicht noch, mehr aber verfolgt. danach hat es aufgehört. Ja, ich glaube, ja gut, die zweite Generation vielleicht auch noch mit diesen komischen Zeichenviechern, mit diesen komischen, ja, Die Runendingern Cognito. da. Ja. Ja, Die dann Cognito, habe ich ganz aufgehört, weil genau. das war ein bisschen verwirrend. Hey, gut, ich war auch erst 8 oder 9, als das mit den Viechern da losging. Und ich war nicht viel Doch. älter. Ich habe mit Pokémon mit 4 Jahren angefangen. Fragen? Als ich angefangen habe, war ich auch erst 6. Ja und? Egal. Ich frage, welcher Klasse war ich da? Das war, Er war glaube schon ich. 50. War bei meiner Einschulung, wo die erste Edition Das draußen war bei war. mir 5. oder 6. Klasse. Alter, ich bin so alt. Alter Mann. Denn ich bin nur ein alter Mann. Alter Mann. Das geht Oh, mich alles nichts mehr an. Hast du mal gesehen, wann die ganzen Bands spielen? Ja, wir hätten echt keine Pause dazwischen. Fuck, Alter, ich hab heute auch da Also auf Wacken habe ich weggerissen, sehr Alter. bequem und kann trotzdem alles sehen. Ja, wir können auch alles sehen, aber wir rennen von Bühne zu Ja. Bühne. Ich nicht. Ich habe alles immer sehr bequem. Hey, fahrt einfach aufs falsche Festival, meine Nee, das Freunde. ist gar Ey. nicht so falsch. Wir fahren eher auf das Festival, wo alles Hammer ist. Red, was du willst. Wir haben Rammstein. Okay, das ist ein Argument. Wir haben Sabaton. Haben wir auch. In Flames. Dieses Jahr nicht, hatten wir letztes Jahr. Das Niveau haben wir. Wir haben Das ist Santiago. sowieso das Problem, das Niveau Niemals. ausgerechnet noch am Freitag spielen muss. Ich hätte mir das voll am Donnerstag gewünscht. Am Mittwoch Wir spielen. haben Nein, ich spiele am Feuerschwanz Freitag jeden auf Tag. der Camel Stage. Wir haben Feuerschwanz jeden Tag. Ich weiß nicht, nee, das Niveau spielt wirklich nur Na, den habe ich manchmal. auch jeden Tag in der Hose, du. Oh. Gewagt, gewagt. Na, dann. Lösch ihn doch einfach. Oh, Oh. Sepp, ich weiß nicht, riecht es denn beim Sex nicht verbrannt? Nein. Sepp, 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 Sepp. Johannes hat mir letztens meinen Namen total entstellt. Ja. Weil, übersetz mal Ja, Redwood. Rotholz. Roter Wald. Ja, aber weißt du, was das auch noch heißen kann? Rote Latte. Rote Kuppe. Ach so. Ja, genau. Rote Latte. Ah ja. Gut, dann werde ich dich jetzt auf dem Kanal umbenennen in Rote Latte. Gut, alles klar. Check. Genauso wie Marcel Nicht jetzt Michelle ist. knappe Latte, sondern knappe rote Latte. Wo wir gerade bei Feuerschwanz waren. Felix? Und der hat wieder am Kabel gerappelt, der Depp. Ja, wenn man böse wäre, würde man sagen, er hätte jetzt Rage gelieft. Nee, sowas macht er nicht. Ja, wenn man Dazu ist er böse zu wäre. reif. Ja, ich sage nur, wenn man böse wäre. Obwohl Ralf und Felix schon eine gewagte Ja. Behauptung ist, aber. Weißt du, wofür ich mich jetzt schon hasse? Ich will irgendwie Gras in die Pyramide reinbekommen. Ist doch kein Problem. Behutsamkeit oder so ein Grasblock müsste reichen. Ja, hast du eine Behu Ach, du hast eine, ne? Sagen wir mal, Behutsamkeit? nein. Sagen wir Hey, komm mal, sie nicht ist mit Sachen. irgendwie in die Lava gesuizidet. Ja, Ernsthaft? ich hab doch vorhin schon angefangen damit.
wie ich sie aus Versehen ins Wasser geworfen habe und sie dann gemächlich in die Lava schwamm und ich sie nicht aufhalten konnte, weil ich dann selbst in die Lava gefallen wäre. Ach stimmt, da war was. Die traurige Geschichte. Ja, oh ja, die Geschichte von der Spitzhacke. Die Spitzhacke. Also wenn jemand eine Behutsamkeitsspitzhacke hatte, bräuchte ich halt einmal so einen Erdbock. Ja, Schatzi. Nicht von dir, bitte nicht von dir. So. Errette mich. Das hört sich nicht gut an. F3, wo sind wir denn hier? Z11. -11. Okay. Und wieder ein Silberfischstein. Ja. Ohne dass Silberfisch mich erwischt hat. Ich würde sagen, könnten wir eigentlich auch gleich mal Feierabend machen. Das ist 22 Uhr. Na gut, nicht mal. Ja, ja, ich will nur noch einmal kurz eine Begleichung haben. Ja, ja, nee, nee, keine Hektik. Ich sagte ja so okay, langsam. Warte. Jetzt, sofort. Meine Freundin hat ja auch gekocht. Und alles. Ja, ist okay. Warte noch mit dem Essen auch nicht. Ja, weiß ich ja. Ich dachte mir so, 1,5 bis 2 Stunden machen wir und dann... Was wollte Marcel eigentlich nur kurz machen? Hecke. Ah nee, da war irgendwas mit seiner Mutter. Oder eine Hecke schneiden. Oh, eine Hecke um die Uhrzeit. Irgendwelche Hecken zwischen ihren beiden, draußen im Garten. Ja, ich weiß nur noch, irgendwas mit seiner Mutter war. Also, wenn jetzt noch Hecke, dann erwähnt wird, ist das so schon komisch genug. Ich hab vergessen zu messen. Ich bin doch so doof, was, ich hab die falsche... Was, wie beide seiner Mutter weggeschnitten? Das Nötigste. Oh, das ist widerlich. Verdammt, jetzt habe ich wieder nicht gemerkt. Das ist jetzt echt mal widerlich, Sam. Ich habe es gesagt. Ich habe das in meinem Bart genuschelt, genau, genuschelt, Entschuldigung. Du, du hast nicht mal einen. Weißt du es? Ja. Weißt du das ganz sicher? Ja. Das könnte aber mir noch glaubhaft verkaufen. Ja. Und ansonsten kann das nur ich behaupten. Hi. Inventar-Spam. Wer klingelt bei uns gerade? Wahrscheinlich ist es Chris, der vor der Tür steht. Pizzaster. Lieferheld.de. Down, 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 down. Ich glaube, wenn ich mit dieser Pyramide fertig bin, dann jubel ich 5000 Mal. Vor allem, wenn ich mir noch bedenke, was ich alles außen rum bauen will noch. Wenn ich mit diesem Aushöhlen fertig bin, dann jubel ich. Wenn ich erstmal die Fläche gehabt. Ich habe ja nicht mal die Fläche, die ich brauche. Sind wir noch nicht groß genug. Ich wette, du bist mit dem Aushöhlen vorher fertig. Ich habe nicht mal die Fläche, die ich brauche. Ja, ich habe die Fläche gerade mal die Hälfte der Fläche. Mit dem Aushöhlen, ich sag nicht mit dem Gestalten. Ja, gut, das dauert noch. Also das Ausbauen muss ich eh noch, weil ich erstmal in die Höhe muss. Jetzt will ich erstmal eine Fläche ausbauen. Ganz im Scheiß muss ja nochmal abgetragen werden. Nochmal und nochmal. Okay, jetzt kann ich das überhaupt machen. Das reicht dem Leben nicht. Ach, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Lilly war ja in Hamburg. Nö, bei Chris wäre garantiert ins Zimmer reingeplatzt. Ja, die ist ja heute Vormittag schon wieder gefahren. Schon rausgefahren. Zap, warte kurz, warte kurz, ja. Oh, da liegt der Fahrer rum. Inventar-Spam und so. Was mich denn? Es kommt doch eh alles in Kisten. Ja. Gott, das wäre natürlich nochmal ein Spaß, die Dinge auszuräumen dann. Ich helf mal. Mann. Au! Dieb. Helf doch nur, und das ist nur Kohle. Ja, und? Kohle ist Kohle. Außerdem geht's mir um die Erfahrung. Ich schau mal, was du so gemacht hast in der Zwischenzeit. Aufgebaut halt. Ja, ich mein, wie es jetzt aussieht. Groß, aber noch nicht groß genug. Warum ist da Blätter? Ich höre ein Slime. Wow, das ist ein Slime. Hä? Wie kommst du denn hier runter, du süßes Ding? Ich finde Dinger ja niedlich. Kann ich ein bisschen Chunk, wo die spawnen? Wahrscheinlich, aber wie... Achso, hier ist ein dunkler Ecke. Na gut, da kann es dran liegen. Ja, ich sag's ja, das ist nicht allzu groß, aber hier hinten... Nee, ab einer gewissen Fläche spawnen die auch schon. Ja, ja, nee, mit dem kommen wir hier hinter. Ja, und der hat hier dann ziemlich groß. Wenn du hier hinter guckst, da wo die Fackeln enden, da ist das, was ich noch wegbauen muss. Aber das ist, wie gesagt, noch lange nicht groß genug. Meiner Meinung nach. Ich muss es noch da hinten ein bisschen erweitern, locker nochmal zu 50 Blöcke. Und dann habe ich erstmal die Fläche und das Ganze muss nur ausgehöhlt werden. Dann. Vor allem, wenn man mal mit den Anfängen überlegt, die ersten kurzen, engen Dinger, die du dir hattest, die ersten, also das erste Loch hier quasi,
Die ersten kurzen Dinger, die er hatte, ja. Ja. Eine Mine! Eine Mine! Stimmt, das hatten wir heute noch gar nicht. Oder? Deswegen, da wir schon kurz vor Ende der Aufnahme sind, musste ich das jetzt nochmal bringen. Dieses Jahr vor allem. Jetzt habe ich heute mal die Nahrungsversorgung auch bei mir auf Rechte gemacht. Was auf rechts gemacht? Ach, du weißt, was ich meine. Eben Nahrung so. Ja, okay. Ja, genau, weiß was nicht, du meinst. Ich komme damit nicht mit. Nee, schon klar. Nee, ich hab's nicht verstanden. Wiederhol's nochmal. Hey! Was, ich hab's ja kurz nicht verstanden. Was? Nee, nein, ich hab das jetzt was? Hat das Ding ausgelöst. Oh, da ist er wieder. Brababababababab. Ich berühre an den Mann. Wir gehen gleich raus. Mann, gleich. Schluss. Und, ach nee. Sepp, warst du bei mir gewesen? Wieso? Nee. Weil hier irgendjemand bei mir die Erntemaschine ausgelöst hat. Brian. Ja, ich hab meine Pyramide nicht verlassen. Ich hab meine Mine auch nicht verlassen. Brian. Da war ich kurz vorhin bei dir oben, um deine Erntemaschine zu aktivieren, Karotte, aber das ist schon lange her. Ach, das kennt wieder keiner. Pinky und der Brain. Der Pinky und der Brain. Nein! Wenigstens einer. Kennt wahrscheinlich hier jeder, es hat nur nicht jeder Bock gehabt, das gerade mitzusingen. Grad? Ich hab gerade nicht zugehört. Pinky und der Brain. Was? Pinky und der Brain. Ja. Und selbst jetzt, nein. Bitte, Arga, nicht singen. Mann, wer hat hier mein Zeug ausgelöst? Pedobär, sing! Sing, Pedobär, sing! Du willst uns also alle zum Tode verurteilen, danke. Felix? Willst du das? So sehr sind wir dir ans Herz gewachsen. Gar nicht. Und dir zeige ich nochmal meine Pokémon-Karten, also ernsthaft. Nur deine Pokémon-Karten. Edelt. Ja. Ach so, ungewohnt, wenn alles still ist, da denke ich schon wieder, nein. Ja, wie könnte so nicht. Wir sind so konzentriert im Abbauen, also ich zumindest. Bin konzentriert im Bauen. Wer war das? Keine Ahnung. Marcel ist ja nicht mehr da. Hier nicht. Hast du es vielleicht selbst gemacht und vergessen nachzupflanzen? Nein. Was denn? Wo denn? Erntemaschine von mir ausgelöst. Wo hast du denn deine Erntemaschine? Heute in die Höhle gebaut. Hab's auch noch nicht mal gesehen, also. Das siehst du, also ich kann schon mal nicht gewesen sein, wenn ich so dumm war. Das könnte auch Tarnung gewesen sein, mein Freund. Ja. Bei Felix ist es oftmals Tarnung. Ja, klar. Weil ich ja immer zu weg war, ne? Kann ja, ich es aufgelöst haben. Wer weiß, was du vorher gemacht hast. Einen runtergeholt und gefreut, dass ihr euch auf. Nein, alles klar, gut. Das war perfekt. Das. So perfekte Ausführung. Rhabarber. Barbaras Rhabarber, Barbar. Coolste Bar in Town ist die Rhabarber, Barbar Town. Dingy und the Brain. Oh, jetzt wieder. Die Klappe jetzt, jetzt fängt's an. Wir wollen keine Epidemie auslösen. Boy, Diebe sind auf Garnung. Das haben wir in dem Shisha-Zelt auch gesungen. Oh Gott. Ey, das ist aber auch echt ein Ohrwurm. Ja. Die haben selbst mit Sailor Moon angefangen, aber da konnte ich denn mal nicht mit singen. Da könnte ich auch nicht mit singen. Ich hab das einmal geguckt, das war einfach mal irgendwie doof. Als Junge. Ja. Was denn die Melodie von Sailor Moon, ganz ehrlich? Woher soll ich das wissen? Die haben es doch vorgesungen. Ja, meinst du, ich merke mir das oder was? Einzige, was ich noch im Kopf habe, war dieses Flieg und Sieg. Das was? Flieg und Sieg. Das ruft sie da, glaube ich, immer, wenn sie irgend so was Komisches wirft oder macht oder so. Keine Ahnung. Ja. Ich hab den Scheiß nie geguckt. Da gab's auf RTL 2 noch nicht so viel. Da gab's Dragon Ball und ja, okay. Und ich hab mich letzte Woche gefreut. Ich hab mich letzte Woche gefreut, hey, du kannst mal wieder Anime gucken. Hab um 3 Fernseher angemacht. Leute, euer Ernst jetzt. Weil damals kam immer noch, bis um 4 kam immer noch hier One Piece und sowas, gell? Ja. Jetzt kommt Hartz IV TV, Alter. Da könnte ich. Alter. Okay. Der war ja schon länger so. Da hab ich gedacht, hey, du hast mal so früh Schluss, kannst du mal gucken wieder, ne? Schon voll drauf gefreut und dann. Alter.
Weiß gar nicht, läuft das irgendwo oder so? Gibt es überhaupt noch den Sender? Ja, ja, wieder mal. Also momentan lief, glaube ich, Inuyasha auf Viva. One Piece und Dragon Ball hat man auch mit Tele 5 öfter mal Glück. Ich will gerade irgendwas sagen, aber One Piece hängen sie so weit hinter dem japanischen. Hm. Die Japaner sind jetzt bei über 600 Folgen. Und wie viel die Deutschen? Ich glaube, es sind noch nicht mal 400 synchronisiert für Deutschland. Ui. Da haben sie ein bisschen was zu tun. Alter, dumm sind die Deutschen. Alter, was willst du? Du willst dabei nicht wissen, was du in einem Job als Synchronisierer alles zu tun hast. So geil gewesen. Da kommst du auch mit sowas nicht klar. Das weißt du, was du alles synchronisieren musst an einem Tag. Filme, Serien, alles. Da bist du ausgelastet bis zum geht nicht mehr. Und sei froh, dass wir wenigstens Synchronsprecher haben. Schweden hat es zum Beispiel nicht. Die kriegen alles so. Ja, die gucken sich alles in Englisch richtig an. Könnten wir eigentlich rein theoretisch auch, aber wir sind halt so bequem und leisten uns halt Synchronsprecher. Weißt du, was die an Englisch können, die Schweden? Ja, die lernen das ja auch von Anfang an. Eben, deswegen ja. Auch durch die Filme. Ja, eben durch die Filme. Naja. Naja. Hast du mal gemerkt, was ich dir mal erzählt hatte? Ja, komm, nee. Digga, kein Stress. Was ist das, Junge? Willst du mit Beef, hä? Digga, jetzt habt euch lieb. Achso, bei welchem Thema sind wir denn eigentlich vorhin stehen geblieben? Bei Roter? Wir sind jetzt beim Thema stehen geblieben, Stock, dass wir gerade Schluss machen wollten. Ich baue nur noch dieses kleine Eckle ab und dann. Hau. Der Kunde musste mir wieder alles versauen, gell? Was? Ah, mit Roter Kuppe. So. Arme Stumpf. Ja, du weißt doch, wie er ist. Hättest du was erwartet? Muss alles wortwörtlich nehmen. So. Räuber! Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal in der Season. Tschüss! Hey, du wolltest.